Nächste Rednerin das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch nie waren die Zahlen so dramatisch wie im Moment. Wir haben das eben gerade gehört. Jeder dritte Arbeitnehmer leidet dauerhaft unter Stress. Die Fehltage wegen psychischen Belastungen und Erkrankungen haben sich seit 1997 verdreifacht. Und die Hälfte aller krankheitsbedingten Frühverrentungen geht auf psychische Erkrankungen zurück. Druck und Angst gehört mittlerweile leider bei vielen Beschäftigten zum Arbeitsalltag. Es wird höchste Zeit für eine Anti-Stress-Verordnung und die wöchentliche höchste Arbeitszeit muss auf 40 Stunden begrenzt werden. Ob für Ingenieure, Bankkauffrauen und Köchinnen oder den oder die Verkäuferin. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Gewerkschaftssekretärin kann ich nur sagen, es war noch nie so schlimm wie heute. Die Beschäftigten müssen endlich mitbestimmen können, wenn es um die Gestaltung ihrer Arbeit geht. Ich frage mich, wie Sie als Abgeordnete der Bundesregierung diese Zustände mit dem sozialen Gewissen vereinbaren können, ohne irgendwas zu tun. Die Zahlen sind eine arbeitsmarkt- und gesundheitspolitische Bankrotterklärung. Sie haben beim Schutz der Beschäftigten kläglich versagt. Schlimmer noch, Sie haben mit Ihre Agenda der Deregulierung und Flexibilisierung maßgeblich dazu beigetragen, dass die Menschen krank werden in den Betrieben. Statt sich um die Menschen zu kümmern, kneifen sie vor den Arbeitgebern und nehmen Krankheit und Fehlzeiten in Kauf. Die Anti-Stress-Verordnung würde Beschäftigten und Arbeitgebern zeigen, was gegen psychische Belastungen konkret getan werden muss. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Beim Arbeitsschutz funktioniert das ja auch. Und wenn über 90% der deutschen Unternehmer sagen, sich um Arbeits- und Gesundheitsschutz zu befassen, weil sie eine gesetzliche Vorschrift und Vorgabe dazu haben, dann sage ich, wenn das wirklich so ist und wenn auch die Arbeitgeber das wollen, dann müssen sie das kriegen und dann müssen wir das beschließen, damit dann auch der Punkt gesetzt wird für eine Anti-Stress-Verordnung, dass da was passiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn bei der Beschäftigtenbefragung der IG Metall jetzt gerade aktuell Hunderttausende angeben, dass die 35-Stunden-Woche ihre Wunscharbeitszeit ist, dann kann die Politik das nicht ignorieren. Die Arbeitszeit verhandeln die Gewerkschaften, aber den Rahmen, den setzen wir. Und das macht es zu einem klaren Handlungsauftrag für dieses Haus. Sie von der Bundesregierung zwingen den Beschäftigten immer mehr Flexibilität auf, ohne mit der Wimper zu zucken, und verändern und durchlöchern das Arbeitszeitgesetz. Ich sage, ja, gucken Sie es doch mal an, wie viele Ausnahmeregelungen es jetzt schon im Arbeitszeitgesetz gibt im Zuge der letzten Jahre. Und die sind nicht über die Opposition auf den Weg gebracht worden, sondern in der Regel auch mit Beteiligung der SPD. Ich sage, wenn Flexibilität dann aber nur in den Grenzen einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 40 Stunden, alles andere ist eine gesundheitspolitische Amokfahrt. Denn nur so garantieren wir, dass die einen nicht krank werden wegen zu viel Arbeit und die anderen nicht krank werden wegen zu wenig Arbeit oder gar keiner Arbeit. Arbeit muss im Sinne der Beschäftigten gestaltet und Arbeitszeit umverteilt werden. Dafür steht die Linke. Liebe Abgeordnete der SPD, ich frage mich, ob Sie sich noch gut an die letzte Legislaturperiode erinnern. Durchgeschieden hat es ja ein bisschen gerade eben. In dieser Legislaturperiode hatten Sie einen Antrag eingebracht mit dem Titel Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten erhalten, psychische Belastungen in der Arbeitswelt reduzieren. Für diesen Antrag haben Sie viel Lob bekommen. Das war ein gelungener Entwurf für eine Anti-Stress-Verordnung. Ich bin sicher, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden daher ganz genau hinschauen, was gerade Sie in dem Zusammenhang tun werden.
Wer von sozialer Gerechtigkeit redet und dann nicht zugreift, wenn sie um die Ecke kommt, der hat seinen Vertretungsanspruch an der Stelle verwirkt. Sollten Sie hier aber nicht zustimmen, dann zeigt das, dass die Linke die einzigste Partei ist, die die Interessen der Beschäftigten in den Betrieben vertritt. Als nächster Redner hat Uwe Lagowski von der CDU-CSU-Fraktion.